Ich nehme die Aufnahme, jetzt fängt an, ne? Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben ein bisschen, ne, unsere Ausrüstung ein bisschen gepimpt. Das haben wir jetzt mal weggelassen. Wir wollen jetzt keine Quest nehmen. Wir wollen jetzt mal... Wir wollen erstmal Olaf seine Ahnfähigkeit. Ich mag die Farbe. Da geht's raus. Wir sind falsch gelaufen. Da war der Koch. Einfach, aber es funktioniert. Ja. Ahnenfähigkeit? Ja, das hast du ja nicht. Hast du ja nicht eingesammelt auf dem Weg hierher. Das müssen wir jetzt also noch holen. Die Jäger haben darüber gelacht. Wir können leider nicht laufen, sonst verliert der Olaf mich wieder aus den Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sind 800 Meter. Oh. Du da. Komm. Mach schnell. Bitte. Ja, auf dem Rückweg, auf dem Rückweg, auf dem Rückweg. Ich kann Garnats vernichtenden Blick heute nicht ertragen. Oder können wir ein bisschen laufen, Olaf? Ja, ja, solange du dich nicht im Unterholz verfängst, können wir schon laufen. Gut. Müssen wir hier zurück überhaupt? Ja, ja, folge. Du sollst mir hinterher laufen. Können wir über den Baum gehen oder können wir rüber schwimmen, ne? Ach, hier schwimmen rüber. So. Oh, da ist er schon. Den siehst du auch nicht mit der Sinne, ne? Glaube ich. Wen? Na, da, wo wir hin sollen. Warte. Oh, da sind Exapoden hier groß. Welche Stärke? Heavy Materialien. Stufe 3. Zwei Stufen. Ah. Der haut ab. Gut. Einen haben wir erledigt. Ich lasse ihn laufen. Lässt ihn laufen. Na, ich wollte gerade hinterher. Danke für die Gaben. Nee, warum sollen wir da hinterherlaufen? Aber ich kann ein bisschen Nahrung gebrauchen, das ist schon mal gut. Da. So. Können wir wieder laufen oder verliest du mich jetzt aus den Augen? Das ist schwierig. Vor allem, wenn du immer wieder stehen bleibst. Ja, na. Ja. Muss mich ja auch mal ein bisschen umgucken, ne? Hier war die Funkanlage. Und hier ist irgendwo auch die Ahnenfähigkeit. Die hast du auch gefunden, die Funkanlage? Die Funkanlage haben wir gefunden. Da waren wir damals drin. Ich habe ja bei dir zugeschaut, wo du ja hier reingegangen bist, ne? Ja, und die Ahnfähigkeit. Die ist da oben irgendwo. Wo oben? Auf dem Ding, auf dem. Fallen nicht so viel runter, ne? Also hier ist ein... Hier wird geschossen. Yes. Ja. Da hinten... Aber wir wollen erstmal die Ahnenfähigkeiten holen, ne? Ma. Ah, da hast du. Bist du schon wieder tot, oder was? Nee, nee. Wo bist du denn überhaupt? Wölfe, ich bin noch hier oben. Wölfe haben mich angegriffen. Immer noch? Ich habe einen jetzt tot gemacht. Jetzt ist es in Ordnung, glaube ich.
Jetzt sind dann die anderen weggelaufen. Wo ist der Olaf? Da oben steht er. Komm weiter runter. Oder sammeln ein. Ich muss erst einmal für die Graben danken. wo bist denn du? Na, unter, runter. Ha, komm hier runtergesprungen. Ja, ich komme. Und da, wo ich stehe, das ist so ein Hebeanker. Da können wir uns genussvoll runter hangeln. Untergleiten lassen. Ja. So, das Schießen hat aufgehört. Jetzt wollen wir mal hier hoch auf den Baum, hochgehen. Glaubst du nicht? Wo ist denn der Olaf? Der ist immer noch da oben. Ich bin immer noch da oben. Ja, bei der Hebeanker war nicht durch. Der ist doch da. Geh mal ein, zwei Schritte weiter. Guck mal auf deine Sinne. Ja, ich sehe schon, dass da so was ist, aber der wird... Na, da musst du mal dicht da rangehen. Ach, da jetzt sitzt der auf der anderen Seite drin. Und runtergefallen. Naja. Du musst dann die Taste gedrückt lassen, ne? Das haben wir auch nicht festgehalten. Ja. So, jetzt muss ich den Wifi zurückgehen, damit Olaf weiß, wo er lang muss. Sonst findet er nicht hoch hier. Siehst du mich? Nee, der sieht mich nicht. Ich sehe dich nicht. Hier, hinter dir. Da. Ach, da. Komm mit. Jetzt guckt er sich immer um. So, hier musst du rüberspringen, ne? Soll ich hier stehen bleiben? Ich spring mal rüber erstmal. Ich warte auf dich. Geh du mal vor. Ja. Da du einen Anhaltspunkt hast, wo du wieder hochklettern musst, wenn du runterfällst. Ja, den nächsten Abhang auch rüber, da musst du auch rüberspringen. Gut. Dann gehst du hier hoch, über die Wurzel. Die Wurzel. Weil ich hab die mir ja schon auf dem Hinweg geholt gehabt. Achso. So. Ja, ist das hier eine Kletterei, du? Ja, ich glaube, die sind alle so versteckt. Und das ist er. So, hier nochmal über der Wurzel. Immer höher. So. Aber jetzt runterfällst du, bist aber doppelt so hoch, du. Ja. So. Kannst den Pilz nehmen zum Springen oder du springst so einfach rüber. Also musst du auch den Pilz von der richtigen Seite anspringen, weißt du? Okay. Nee, der Pilz, der macht keine Sprünge. Der springt nicht. Du musst rüberlaufen. Also rüberspringen hier. Ne? Ja. Geronimo, gib alles. Gib mal alles. Gut, nicht so weit. Ja. Wacken ab. Ja. Ich glaube, der Pilz nimmt dir deine Sinne. Du kannst deine Sinne hier. Und dann die Wurzel hoch hier, ne? Kommen wir hier hoch? Nein. Oder? Kommen wir hoch? Nee. Okay. Dann müssen wir rüberspringen. Ja, komm, ich bleib hier stehen, da du siehst, wo du hinspringst. Komm
wir gleich. Komm, Gut. Geht's über die Wurzel wieder hoch. Hier noch eine Wurzel, die machst du auch hoch. Ja, Halleluja, hätten wir doch Flugzeug konfiszieren können. So, da musst du aber hier rüberspringen. Gut, dann geht's, geh über die Wurzel und geh rüber zu der Blume. Und dann verbinde dich mal. Ich verbinde mich. Dann kriegst du die, glaube ich, wieder 2 Skillpunkte. Und eine Ahnenfähigkeit. So, sorry. Ja, dann können wir wieder runter, dann kommen wir den gleichen Weg zurück. Über die Wurzel, ne? Wieder zurück, den gleichen Eine Weg zurück. Andere Möglichkeit. Nein, komm erst da, wo ich bin, da kannst du dann runterrutschen. Hier geradeaus, wenn du, da kannst du runterspringen. Ich stehe unter dir, ne? Wo unter mir? Ach da. Ja. Soll ich da runterspringen? Ja, aber dazwischen ist Luft, ne? Du musst schon einen Sprung machen nach vorne, ne? Ja. Geronimo! Gut, stopp! Komm hier, hier ist ein Hebeanker. Den musst du auch mit Taste gedrückt lassen, sonst fällst du runter, ne? Naja, so klar. Naja, so klar ist es manchmal bei dir gar nicht. Ja, doch, jetzt schon. So, hier ist noch ein Korb. Okay. Aber hier müssen wir jetzt weiter runter. Ne? Also. Was ist denn jetzt los? Ja, es regnet. Nein, immer wenn ich E drücke, springe ich. Ist ja wohl ein Witz. Drückst du wirklich E? Das ist ja die Frage. Das ist das Sammeln. Das ist unter dem Dings und da springt das an. Ja, da muss man sich ein bisschen bewegen. Ja, die. Ja, das ist schon wieder. Hast du was verändert? Nee. Beim Spiel? Nein. So, jetzt sind wir fertig. Nun. Hier unter dir, andere Seite. Hier kannst du herspringen, wo ich bin. Okay. Ja. Geronimo! Zieht einen Sturm auf. Yay. Gut, wir können jetzt... warum ist da die Fähigkeit immer noch da? Welche Fähigkeit ist immer noch da? Hätte ich auch hoch müssen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
Aber eigentlich, ich habe sie doch mir schon geholt. Bei mir war doch die Blüte auf. Die Blüte ist ja aufgegangen. Ja, bei dir ging sie auf. Bei mir war sie gerade schon auf. Aber ich gehe noch mal hingucken. Bleib mal du mal da unten. Oh! Was denn? Runtergefallen. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Tot? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil du hältst ja einiges aus. Ja, ich bin der Harte, der Harte. Kommt nur die Harten kommen im Garten. Deswegen bin ich im Sommer immer im Garten. 1000 Meter Höhe ist der Rost. Ja, eben. Eben. Ja, vielleicht macht das ja der Wind. Ich weiß es nicht. Oh. Das wird eine langweilige Folge für die Zuschauer, glaube ich. Du wieder? Nein, 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 nein. Ganz schön windig. Kannst du deine Taschen ein bisschen sortieren? Hm. In der Zwischenzeit. Soweit ist es ja nicht mehr. Oder deine Skillpunkte verteilen. Nee, ich kann hier nichts machen. Ich hab hier schon. Sag ich doch. Ich bin unten. Du bist unten? Ja, ja. Hä? Ja. Ja, sprech dich aus, Olaf. Ich kann halt immer nicht hören. Ich bin unten. Ja, schön. Ich auch. Von ganz oben? Ja, ich bin auch unten. Hab eine Schnellreise gemacht. Oh Gott, wo bist du denn hingereist? Na hier, nach unten auf den Füßen. Ich hab wieder so einen Hexapoden getötet. Mit einem Schuss! Habe ich ihn gekillt. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Ja. Ein auf einen Streich. Ja. So. Kannst du. Danke auf einen für die Gabe. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja bei mir, ich mache sieben auf eine auf einen Streich. So. So, wo bist du? Bist noch da oben. Ich stehe hier auf dem Stein. Unten. Dann komm doch mal zu mir. Wenn ich wüsste, wo du bist, dann. Ja, da. Das ist ja immer Quark. Das ist mal. Das Zeug hier ist so bunt, das siehst du nicht. Auf jeden Fall sehe ich nicht, jetzt sehe ich dich. Ja, man hat ja auch oben Radar, da hast du mal einen grünen Punkt. Oh, ein, Ja, ich weiß, du magst es nicht, ja. Nein, nicht mag, hat mit mögen nichts zu tun. Ich sehe das nicht da oben. Ich sehe stellenweise nur den grünen Strich, wenn man was markiert haben, sonst nichts. Ja, und die anderen Sachen siehst du nicht, oder was? Nein. Komm mit. Nein. Folge mir. Nein? Dann nicht. Dann habe ich meine Zutaten, du deine nicht. Zutaten? Ja, brauchst du keine, ne? Zum Herstellen. Wo liegt der? Der Zutaten riecht. Ja, das ist nicht wie bei Division. Verabschiede dich von Division. Das ist vorbei. Ist Geschichte. Das Spiel ist ganz anders. Hier, da liegt er. Der Digi da? Ja. Bei dem kann ich nichts machen. Das haben wir ja schon festgestellt. Ach so, wenn der eine lootet, kann der andere nichts.
wenn du den umlegst, ne? Ja. Wenn du ihn also erschießt und ich, blutet, dann ich, kann er... Ich erschieße jetzt gleich noch einen, um mal zu testen. Gehockte Haltung. So. Der legt sich gerade schlafen, das ist gut. Oh, der ist ein bisschen dicker. Tot. So, jetzt gehen wir mal rüber. Ja, geh mal rüber. Loote den mal. Komisch schon. Ist der Fisch schon tot oder nicht? Muss trocken sein. Haben wir jetzt trocken? Ja. Und der. Ja, was soll ich sagen? Du hast dein Radar. Hier, wo ich stehe, hinter dir. Da ist er schön glatt vorbeigelaufen. Also. Hä? So, da kann ich jetzt was nehmen. Ja, mach mal. Danke für die Gabe. Ach, wenn der andere gelootet hat, dann geht's nicht. Nee, ist gut. Geht nicht, ja. Na, dann hast du deswegen sein. Komm, wir reisen zum Heimathafen zurück. Zum Heimatbaum. Ja. Wusch. Genau, wusch. Ja. Wusch, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Quest. Würde ich sagen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Genau. So, doch schon da? Das machen wir. Nee. Doch. Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat. Oder? Wir können aber, komm, dreh dich mal um, wir gehen mal raus zu denen zum Eingang. Wir werden jetzt mal alle abklappern in der Folge noch, die alle hier so einen Punkt haben. Oh, dann kommen wir total durcheinander wieder. Nein. Es ist Jahre her, dass dein Quest, die kannst du ja später also aussuchen, denke ich mal, ne? Du da. Komm. Ja. Mach schnell. Da ist ja nur antippen. Himmelsmenschen, die quatschen sie sind dir am Fluss. Sie sind wie ungebetene Gäste, wandern umher, machen Dreck und ziehen weiter. Doch diesmal war es nur eine Person auf einer kleinen Insel mit einem großen, umgestürzten Baum. Lassen wir etwa zu, dass sie mutiger werden? Ein Mensch ganz allein? Ist die Person noch dort? Die Person hat schnell gelernt. Sie wurde verjagt, ist schreiend weggerannt. Da musste ich herzhaft lachen. Aber ich mache mir Sorgen, was einen Menschen dorthin lockt. Okay, das war's. Das war's schon? Das war, ja, verknallt. Komm, wir gehen mal. Ja, ne, dir. Nächste. Nochmal sprechen, warte, ich spreche nochmal mit ihr. Die Himmelsmenschen werden immer kühner, führen sich auf, als gehörte ihnen dieser Ort. Ich möchte sie einfach nie wiedersehen. Ja. Gut, jetzt was. Jetzt gehen wir mal rein, da bei den komischen Webern oder was ist da, bei den Färbern. Na, hier dürfst du mich ja nicht verlieren, ne? Nee. Hier können wir ja laufen. Fäden kleben zusammen. So. Hier nicht. Naja, sagt das nicht. Ist noch jung. Lass uns gehen. So, hier nix. Ich war eine Urgroßmutter auf der Wiese des Lichts. Heiter wie immer. Könntest du mir bei einem Problem helfen? Da oben. Ja. Diesmal nicht. Sie hat stundenlang... Gehen wir erstmal zu Karanu, oder wie er heißt. Hier. Hoffentlich hab ich was für dich. Ach, da kannst du hier wieder über die Clan-Gunst kannst du da Sachen holen.
Wenn du klaren Kunst hast. Ja, ja. Aber... Die hast du ja noch nicht, ne? Oh, nee. So, dann gehen wir da wieder raus, okay? Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. So, hier unten steht eine... Morgen wird das besser. Hast du wo an? Da kriegst du auch. Nein, unsere Späher. Beide sind aufmerksam und zuverlässig. Leider zanken sie andauernd. Ihr jetziger Streit klingt jedoch besorgniserregend. Ja. Vor allem Nähern wird so angespannt. Den beiden würde etwas Sarentu-Diplomatie guttun. Ja, kriegen wir hin. Okay, der ist erledigt. Die ist da oben. Okay. Hier unten steht einer. Wo hast du gerade geklickt? Ich hab gar nichts geklickt. Okay. Den Anklagen da. Fragt er. Okay, na, werden wir sehen. Weißt du, wo Wu-An ist? Sie hat versprochen, mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln. Ohne Ikran. Ja, wir haben auch keinen. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gern nach ihr suchen. Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. Ja, später. Oder nochmal sprechen, warte mal. Hoffentlich sorge ich mich ohne Grund. Okay. So, da ist die mit Tauschen. Jetzt gehen wir mal hier nochmal lang. Ob hier nochmal irgendjemand zum Quatschen ist, der eine Quest hat. Ja. Der Koch, ne? Du bringst dieses Leid ganz allein über dich. Wieso tust du dir so der Koch hat? Zieh dich ruhig um. Ah, der hat Opus wieder hier. Klaren Dinger, Bums da. Ah, ja. Dann kannst du dir auch wieder was holen. Hm. Okay. Also dann. Also das dann. Ich morgen. Das ist hier, glaube ich, auch der Händler ist hier. Ein Zaren? Jo, Empfang. Was benötigst du? Alles. Alles. Bleib kannst, wachsam, Kind. Kannst du hier nochmal rangehen und gucken, ob du da irgendwas liefern kannst? Liefern? Also was markiert ist, ne? Was so eine Raute drin hat. Aber nichts, was eine Raute hat. Ich auch nicht. Aber schon gleich gar nichts. Schon weiß gar nichts, was ich wahrscheinlich hier. Ist es erst auf eine bestimmte Stückzahl. Nee, du musst bloß mal einen Teil davon spenden. So. Ja. Warum ist denn Ausrufezeichen? Ja, ich bin schon in der Klankunst. Bin ich schon überall voll. Naja, dann könntest du ja was holen. Was soll ich holen? Ja, was du brauchst. Muss mal hier die... anlaufen, die Leute. Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. So, na, wir hören hier erstmal auf, bevor ich das alles erkläre. Die Himmelsmenschen verderben unsere Lande. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Nächste Folge machen wir dann in der Quest-Folge mal weiter. Bis dann, euer Terra. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.